Geht schon los. Was geht ab, Leute? Guten Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben uns überlegt, wir nehmen euch mal 24 Stunden mit bei dem, was ich so mache. Einfach ein beispielhafter Tag. Man muss dazu sagen, eigentlich sieht jeder Tag bei mir komplett anders aus. Aber es gibt immer so ein paar Sachen, die natürlich relativ gleich sind. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, wechseln auf eine vernünftige Kamera, frühstücken. Let's go. Guten Morgen. 9:36 Uhr. Yo. Es ist verdammt spät. Es ist verdammt spät. Schieben wir es auf das schlechte Wetter heute. Insane amounts of cinnamon. War alles voll mit Hoodies, teilweise da oben auch noch alles Hoodies gewesen. Alles weg. Yo, also in letzter Zeit verbringe ich damit sogar recht viel Zeit am Tag. War natürlich am Anfang nicht so. Was die meisten nicht wissen, ist, dass ich diesen kompletten Red Gang Shop wirklich fast eigentlich als One-Man-Show komplett alleine mache. Fast alles von zu Hause aus quasi. Ich habe extra einen Raum dafür als Lager und Versand und so weiter. Manche denken, das würde irgendwie über eine externe Firma laufen. Ist aber nicht so. Ich mache das alles wirklich fast alles selber. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich natürlich immer ein bisschen Unterstützung. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch selber machen kann. Wenn das weiter so wächst, wird das auf jeden Fall schwierig, zeittechnisch gesehen. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist natürlich krass, was abgeht. Fast alle kleineren Größen, schwarze Hoodies sind leider schon alle ausverkauft. Tut mir leid, wenn ihr da vor Weihnachten keinen mehr bekommen könnt. Andere Sachen gibt es noch, wird aber auch immer weniger. Ja, T-Shirts kommen sogar noch mal welche nach jetzt. Gerade die kleineren Größen, so S, XS, S, ML und so weiter. Aber tut mir leid um die schwarzen Hoodies, da war jetzt vor Weihnachten nichts mehr zu machen. Ich habe nochmal eine Ladung nachbestellt, aber jetzt vor Weihnachten kriege ich leider nicht mehr. Aber ja, ich muss sagen, ich bin mega dankbar für jeden Einzelnen, der hier schon mal was bestellt hat oder was bestellt. Richtig krass, richtig geil, wie ihr das auch feiert und so weiter. Dadurch macht das auch ja irgendwo schon fast Spaß, das zu packen. Es ist zwar sehr langwierig, aber es ist irgendwie eine coole Sache, so ja was Eigenes, so eine eigene Marke zu haben. Und wenn ihr es feiert, umso geiler. Also damit verbringe ich, wie gesagt, in letzter Zeit viel Zeit. Wie gesagt, wie lange ich das noch so weiterführen kann, weiß ich nicht. Und für heute haben wir jetzt erstmal alles gepackt. Ist schon ein ganz schöner Haufen hier wieder. Müssen wir jetzt auch noch zur Post bringen. Das muss ich dann auch noch immer machen. Jo. Diverse Sachen, die ich eigentlich bequatschen wollte. Einmal die Sache mit den Signature-Laufrädern. Wie wir das, weil ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen klären für 2020, wie wir das machen. Pakete jeden Tag, also wirklich, das ist krank. Also ich würde sagen, im Schnitt pro Tag mindestens ein Paket, irgendwas. Was geht bei dir? Ich schneide gerade ein neues Projekt für deinen YouTube-Channel und bin jetzt hier gerade bei einer kleinen schönen B-Roll-Sequenz dran. Jo, die habt ihr dann ja schon gesehen, technisch gesehen, oder? Ja. Tan kennt ihr ja jetzt bereits. Ist im Moment hier bei mir am Start, wohnt jetzt im Moment hier, filmt jeden Tag mit mir und in Zukunft dann auch. Wie gesagt, wohnungssituationstechnisch und so weiter wird sich da, denke ich, auch noch einiges ändern, damit wir hier nicht in der Küche immer schneiden müssen. Vielleicht fahren wir auch gleich noch in den Ikea und besorgen uns ein bisschen was, damit wir das eine Zimmer erstmal als Studio umräumen können. Aber im Moment sitzt Tan meistens hier in der Küche und schneidet. Also wir fahren jetzt erstmal ins Fitnessstudio und was wir da machen werden ist, dass wir ein weiteres Video nochmal extra dort filmen werden, abgesehen von diesem Video, was wir quasi gerade filmen. Und zwar filmen wir da ein komplettes Workout-Video, beziehungsweise zeigen euch mal ein paar Sachen. Es kamen nämlich ganz viele Fragen nach meinem letzten Video, wo es um die Verletzungen ging, ob ich denn mal wieder so Workout-technisch was zeigen könnte. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, um ein bisschen trainieren zu gehen, sich für die nächste Saison fit zu machen, fit zu halten, Verletzungen vorzubeugen und so weiter. Das seht ihr natürlich alles dann in einem separaten Video. Was ich Tage dann irgendwie kommt, ich weiß noch nicht, ob auf diesem Channel oder auf dem Zwei-Channel, dem Goodboy-Channel, Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal kommentieren, was ihr sonst noch so sehen wollt, beziehungsweise auf welchem Channel wir das publishen sollen. Wir machen das jetzt erstmal.
Snack nach dem Training. Hühnchen 30, ist Bescheid. Dieser Moment, wenn der Einkaufswagen bald zu klein ist. Ciao. Grüner Nudeltopf für die langen Abende. 99% von dem, was da drin ist, was ungesund ist, geht auf Tanzen an. So, wir sind jetzt gerade wieder zu Hause. Das hier ist eigentlich mein Vorzimmer und wie ihr hier seht, ist hier auch ganz schönes Chaos, kann man so sagen. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal noch kurz woanders hin. Hier seht ihr auch direkt wieder in diesem Raum, hier ist auch komplettes Chaos. Hier ist dieser ganze Kamera-Stuff, hier sind meine ganzen Schoner und so weiter. Und der Tarn ist ja jetzt auch in letzter Zeit immer hier. Wir schneiden hier den ganzen Tag Videos. Und wir packen jetzt aber auch trotzdem erstmal das Fahrrad ein. Geht's auf zu Ikea und dann gucken wir erstmal, ob wir irgendwas finden, mit dem wir unser ganzes Chaos ein bisschen besser organisieren können und vielleicht schon mal so ein leicht provisorisches Studio basteln können. Bimmer fittet einfach das komplette Rad. So, wir suchen wie gesagt irgendwas, um da mehr Organisation reinzubekommen. Wir bräuchten eigentlich auch noch einen geilen, richtig riesen Monster Schreibtisch, wo wir beide dann quasi unser ganzes Equipment drauf aufbauen können, zum Schneiden und so weiter. Aber da wir sowieso eventuell planen umzuziehen, macht das jetzt nicht so mega Sinn, jetzt irgendwie den krassesten Monster Schreibtisch zu holen. Deswegen suchen wir erstmal nur irgendwie was Regaltechnisches, wo wir unsere ganzen Ladestationen aufbauen können, sonst was, und dann das eine Zimmer ein bisschen umräumen können. Geht schon los. 99 so ein Ding, jetzt geht doch klar, oder? Keine Zeit. Vom letzten Mal. Ja. Alter, ich Idiot. Ich habe komplett vergessen, dass ich mir beim letzten Mal mit dieser Backflip-Challenge mit dem Max Moreno hier so eine Schraube aus dem Bremshebel gehauen habe. Und wenn ihr jetzt guckt von der Seite, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Hier ist so eine Schraube rausgefallen, die den Hebel hier hält. Können sie halt jetzt komplett abbauen. Die Werkzeuge? Das ist jetzt schon ungewohnt. So, ich würde sagen, wir fahren uns erstmal warm hier im Pool, denn ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, keine Bremse mehr zu haben. Und deswegen würde ich sagen, erste Mission, Tail-Tap ohne Bremse. Da nehme ich normalerweise immer die Bremse für. Ist vielleicht ein ganz guter Skill, das zu lernen. Probieren wir es mal aus. Wo ist meine Bremse? Relativ. Da wir jetzt keine Bremse haben, könnte das theoretisch auch ein paar Sachen erleichtern. Und zwar Double Bars bzw. Oppo Bar Bar Back. Wir können jetzt mal probieren, wie es geht. Okay, wir wollen uns jetzt nicht zu lange in dem Pool aufhalten. Eigentlich wollte ich mich da nur warm fahren und dann sind wir schon ewig geblieben. Wir sind schon gut durchgeschwitzt. Ich würde sagen, wir probieren hier noch ein paar Brakeless Sachen, einfach so Standardsachen. Auch ein bisschen komisch, weil ich vor den Features nicht bremsen kann, muss ich mich dran gewöhnen. Ich merke das gerade so krass, wie mir die Bremse fehlt. Dieser Moment, wenn du einfach nicht mehr kannst. Alter, ich kann einfach nicht mehr. Ich würde sagen, Leute, es ist gleich 10, die Halle macht zu. Aber obwohl es schon 10 Uhr ist, müssen wir noch 1,5 Stunden nach Hause fahren und haben dann noch eine ganze Menge anderes Zeug zu tun. Also der Tag ist noch lange nicht vorbei. Deswegen würde ich sagen, packen wir uns zusammen und weiter geht's zu Hause. So, wir sind wieder zu Hause. Es ist zwar schon 23.42 Uhr, aber der Tag für uns ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen noch eine ganze Menge machen und das müssen wir auch heute machen, weil morgen der komplette Tag schon wieder verplant ist. Wir müssen noch ein komplettes Video fertig schneiden. Das hat Tan die erste Hälfte gemacht, da schneide ich die zweite Hälfte dann fertig, damit wir das passend hochladen können on time. Dann fängt Tan jetzt schon mit dem nächsten Video an und dann müssen wir mal versuchen, dass wir dieses ganze Chaos hier ins System reinkriegen. Vielleicht mit dem neuen Regal und uns so ein bisschen unser provisorisches Vorabstudio bauen. Das machen wir alles heute noch. Also mal gucken, wie lange wir heute wach bleiben. Ich
Ich muss ich erstmal das Sofa rausschmeißen, bevor ich da was Neues hinstelle. So, es ist mittlerweile 2.54 Uhr morgens bzw. nachts. Das Regal passt hier wunderbar rein und die alte Couch kann hier sogar noch stehen bleiben. Der weitere Plan ist dann, da quasi noch einen zweiten Schreibtisch aneinander zu stellen. Und dann können wir unser ganzes Kamera-Equipment und so weiter alles hier schön reinpacken, schön vorbereiten, immer mit Ladegeräten, dass wir hinten eine Steckerleiste dran haben und immer nur wirklich die Akkus reinpacken müssen. Hier erstmal dann unser, ja, müssen wir noch einen weiteren, ich habe noch einen weiteren Schreibtisch, den müssen wir dann noch passend aufbauen, das passend hinstellen, dass wir hier beide vernünftig sitzen können mit vernünftigen Stühlen, weil wir haben schon die letzten Tage gemerkt, wenn wir jeden Tag so krass am Schneiden sind, wenn man wirklich jeden Tag Videos macht, da kriegt man auch richtig Rückenschmerzen, wenn man einfach auf den Küchenstühlen sitzt. 2.55 Uhr, ganz so lange werde ich auch nicht mehr machen, der Tarn will pennen. Dementsprechend würde ich sagen, war es das aus diesem Video. Ja, die 24 Stunden sind ja gleich rum, beziehungsweise die letzten paar Stunden von den 24 Stunden werde ich dann auch schlafen. Wenn es euch gefallen hat, mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen was behind the scenes und jetzt habt ihr vielleicht so ein bisschen eine Idee, was bei mir so abgeht, aber es ist wirklich schwierig, das so zu pauschalisieren, weil einfach, wie gesagt, jeder Tag komplett anders ist. Trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall ist, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu seid, wie immer, Abo nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns direkt morgen wieder und bis dahin, habt eine gute Zeit. Also bis morgen. Peace.